Du hast gebetet, an Gott geglaubt, dein ganzes Leben lang. Und hier bist du nun. Erkläre mir das. Was sagen Sie den Leuten, die sich Joe angegriffen fühlen, weil sie in jeder Episode zu Jesus beten? Wer mich verleugnet, den will ich auch verleugnen. Wenn ein 12-Jähriger seine Mutter an Krebs sterben sieht, ein Gott, der so etwas zulässt, ist in meinen Augen nichts wert. Das Leben ist nichts mehr als eine Fabel erzählt von einem Idioten. Voll mit Schall und Wahn und sie alle bedeuten nichts. Ich bin Professor Radisson. Das hier ist Einstieg in die Philosophie. Wenn Sie nun zustimmen, überspringen wir und einigen uns auf die einzig wahre Erkenntnis, es gibt keinen Gott. Von Ihnen verlange ich, dass Sie auf dem Blatt, das ich Ihnen gerade gegeben habe, die drei kleinen Worte schreiben. Gott ist tot. Mr. Wheaton, gibt es ein Problem? Ich kann das nicht schreiben, ich bin Christ. Wenn Sie nicht übereinstimmen, dass Gott tot ist, dann müssen Sie das Gegenteil vertreten. Wenn du die Herausforderung annimmst, könnte das deren einzig bedeutende Auseinandersetzung mit Gott und Jesus sein. Für mich ist er nicht tot. Ich will nicht, dass alle anderen vom Gegenteil überzeugt werden, nur weil ein Professor das denkt. Mr. Wheaton, sind Sie bereit? Die Wissenschaft untermauert Gottes Existenz. Sie wissen das. Eine ganz einfache Frage. Wieso hassen Sie Gott? God's not there, he's surely alive. He's living.